Betrieb und viele prominente Gäste. Das Licht ins Dunkelstudio war am heutigen Aktionstag der Hotspot am Königlberg. Die Drähte der Spendentelefone liefen heiß, doch wurde längst nicht nur über Geld geredet. Es ist ja heute so, dass nicht so ein wahnsinniger Stress ist. Ja? Es ist so, dass Menschen anrufen, aber nicht die ganze Zeit. Also am 24. ist ja der Stresspegel hier ein höherer als heute. Aber wenn halt nicht so viel zu tun ist, plaudere ich länger. Das ist eine sehr lustige Frage. Welcher Prominenter sind Sie? Das ist ja ganz kurz, ganz frisch gebacken. Ich wollte schön sein für Licht ins Dunkel und Leute motivieren. Und so. Aber die sehen dich ja nicht. Ja, ich habe gedacht, dass es Energie kommt durch Telefon mit so also durch und dann Leute trotzdem sehen mich. So irgendwo, ich sage eben Natalia Ushakova und sofort, ah, das ist diese. Ja, und dann so, nö, will ich nicht so wie eine sowas. Sie sind mit Unterstützung hier heute. Ja, er hat schon einige Telefonanrufe in Empfang genommen. 400 Euro hat er zusammengebracht. Was sagen die Leute, wenn sie hören, Mike Galeli ist am Telefon? Zuerst wollen sie immer mal persönlich wissen und dann kommen sie dann erst zum Spende. Und ich finde es so schön, wenn Leute anrufen und auch wenn es nur 5 Euro sind, spenden. Das ist es ja mit wenig viel erleichtern. Das ist ja eigentlich das, wo wir hin sollten. Und das können meistens nur Menschen, die selbst auch nicht alles haben. Danke vielmals. Wiederhören. Seitenblick in Night-Tour zum Besten von Licht ins Dunkel in Burkersdorf bei Wien. Noch sind alle fröhlich und ausgelassen beim Krampusfest im Nikodemus. Schließlich gilt ja für uns alle die Unschuldsvermutung, oder? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, wirklich. Das Gute ist unter uns und das Böse rund um uns. Ich habe keine Erfahrung mit Krampussen. Nachdem ich immer brav bin, neben der Frau Zimmer. Kommt zu mir kein Krampus. Ja, früher als Kind habe ich mich davor gefurchtet, aber mittlerweile. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um den Niki, weil der hat schon die ganze Zeit die linke Hand im Hosensack. Das heißt, da wird nicht sehr viel drinnen sein, fürchte ich, für die Spendenbox. Da brauche ich ja die Gäste, die werden hoffentlich was spenden, weil da wird so abbrennt ist. Ne? Das Wichtigste ist immer, dass was rauskommt zum Schluss und dass es erfolgreich ist für die Leute, die es betrifft. Die Gäste ließen sich nicht lumpen und spendierten 38.000 Euro. Unter den zahlreichen prominenten Küchenhilfen und Servierkräften auch ein berühmtes Geburtstagskind. Der Karl Schranz ist super. Ein Wahnsinn, könnte mein Opa sein, ist ein Traum, wie er da steht. Ich mag ihn. Zum 75er gab es von seiner Heimatgemeinde St. Anton eine eher außergewöhnliche Geburtstagsüberraschung. Heuer habe ich ein Skistadion bekommen. Also zum 75er, das ist schon sehr schön. Das kriegt auch nicht jeder. Nein, weil wir nur eins haben. Volle Konzentration bei Armin Assinger. In wenigen Minuten geht's hier auf ORF 2 mit der Promi-Millionen-Show wieder um möglichst viel Geld für Licht ins Dunkel. Die heutigen Kandidaten sind allesamt Quiz-Novizen. Ja, Armin hat mich schon lange gefragt, um mal hierher zu kommen. Ich habe immer irgendwie den Hinterausgang gesucht und bin aber dann das letzte Mal nicht mehr ausgekommen. Jetzt bin ich da. Ganz ehrlich, weil es meistens einfach zeitlich nicht ausgegangen ist. Und weil ich ein bisschen Angst gehabt habe. Die habe ich aber noch immer. Wovor haben die alle Angst? Ja, das ist klar, vor der Blamage. Es hat ein recht berühmter Österreicher, dessen Leben jetzt einmal verfilmt worden ist, zu mir gesagt, wie ich ihn gefragt habe, ob er nicht kommt, hat er gesagt, du, Armin, pass auf, ganz Österreich, ich glaube, ich bin gescheit. Wenn ich zu dir komme, komme ich drauf, dass das nicht so ist. Es gibt ja eigentlich nur leichte Fragen. Das sind die, die man weiß. Und die schweren sind alle anderen. Und es gibt von den anderen so viel. Dafür habe ich heute meine Oma als Telefonjoker. Die ist total gut. Die ist 94 und ist wirklich eine Kreuzwort-Rätsel-Spezialistin. Und ich finde sie super. Wenn wir vier jeder ein bisschen was weiß und wenn man das dann auf den Haufen hat, dann wissen wir eine ganze Menge. Im besten Fall. Was kann man mit 75.000 Euro machen? 75.000 Euro ist ein Vermögen, wenn ich zu bedenken gebe, dass Mütter um Gutscheine für 70 Euro kommen, damit sie eine Woche lang die Kinder ernähren können. Die Promi-Millionen-Show gleich hier auf ORF 2.